Jedes Mal, wenn wir campen gehen, habe ich das Gefühl, ich muss das halbe Haus mitnehmen. So, jetzt nur noch das Geschirr. Ach ja, und die Kochtöpfe natürlich. Kann ich die Kühlbox schon einladen? Ja, da habe ich schon alles Wichtige aus dem Kühlschrank eingeräumt. Ich bringe noch das Geschirr. Lena hat gleich schon die Schule aus und wir wollten sie doch direkt abholen. Ich muss mich nur noch kurz umziehen, dann können wir abfahren. Okay, nochmal ein letzter Check. Alles ist ausgeschaltet, Handtasche nicht vergessen und abschließen. Gut, wir können los. Mama, Papa, das ist ja so toll, dass wir jetzt gleich in den Urlaub fahren. Ja, wir wollen dieses Jahr möglichst früh auf dem Campingplatz sein, damit wir uns einen schönen Platz aussuchen können. Jetzt holen wir noch schnell Anna vom Kindergarten ab. Anna ist abgeholt, Anna ist abgeholt. Hallo Mama. Hallo, Papa und Lena warten schon draußen im Camper. Wir fahren gleich in den Urlaub. Cool, ich freue mich schon. Ah, dann einen schönen Urlaub. Mein Mann und ich gehen auch campen. Wie schön, dann Ihnen auch viel Spaß. Danke. Hallo Papa, hallo Lena. Hallo Anna, setz dich gleich zu Lena nach hinten. Mit dem Wohnmobil zu fahren macht so Spaß. Finde ich auch. Oh, wir haben Glück. Auf dem Campingplatz ist noch gar nicht viel los. Cool. Guten Tag. Wir hätten gerne einen Stellplatz für unser Wohnmobil. Ja, sehr gerne. Wir haben noch alle Plätze frei. Suchen Sie sich einen aus. Ich mache Ihnen die Schranke auf. Vielen Dank. Cool, wer sind die Ersten? Papa, hier wäre es doch schön. Ja, dann haben wir es nicht weit zum See. Und nicht weit zum Laden, um morgens Brötchen zu holen. Das stimmt. Den Platz nehmen wir. Oh, schön ist es hier. Und so schön ruhig. Ich hole gleich mal den Liegestuhl raus. Dürfen wir gleich ans Wasser? Natürlich, geht ruhig. Komm, Anna. Vielleicht finden wir etwas Schönes. Jetzt kann ich noch in Ruhe meine Zeitung lesen. Schaut mal, wir haben einen schönen Stein am Ufer gefunden. Oh ja, der ist wirklich sehr schön. Autsch! Oh, und ganz schön schwer. Ups, Entschuldigung, Papa. Hey, das ist ja Frau Fischer. Tatsächlich, mit ihrem Mann. Macht Frau Fischer hier das Kinderprogramm? Nein, das glaube ich nicht. Frau Fischer braucht bestimmt auch mal Urlaub. Ach, hallo, das ist ja ein Zufall. Ja, das kann man so sagen. Ich fahre jetzt das Auto auf den Parkplatz, dann bin ich gleich wieder da. In Ordnung. Nicole, wo ist denn eigentlich unser Grill? Also ich habe ihn nicht eingeladen. Ich auch nicht. Ah, Mist, den haben wir wohl vergessen. Wenn Sie möchten, können Sie nachher gerne bei uns mitgrillen. Wir haben genug Platz auf unserem Grill. Das ist sehr nett, vielen Dank. Schade, es sind gar keine Kinder hier. Ja, wir haben gar niemanden zum Spielen. Es ist total langweilig. Da wäre ich ja lieber bei meinen Freunden zu Hause geblieben. Ach, jetzt wartet erst mal ab. Es reisen bestimmt noch mehr Kinder an. Na, dann stelle ich doch den Grill schon mal auf. Endlich Urlaub und wir haben sogar richtig schönes Wetter. Aha, so langsam füllt sich der Campingplatz aber. Oh, eine große Familie. Endlich jemand zum Spielen. Ja, Papa, Papa, langsam, Kinder. Ich muss doch erst die Anleitung lesen. Habt ihr Lust, mit uns zu spielen? Oh ja! Jetzt ist aber was los hier. Ja, und es kommen noch mehr Urlauber. Achtung, Auto! Oh, Achtung, Auto! Mama, schau mal, das lustige Auto! Hä, sind das nicht Herr und Frau? Hinterwäldler. Sie stehen auf unserem Stammplatz. Der Platz hier war nicht reserviert. Ah, dann hat das meine Frau mal wieder vergessen. Jetzt müssen wir uns einen anderen Platz suchen. Oh,
hoffentlich weit weg von uns. Ja, die will ich nicht als Nachbarn. Was haben die nur alles dabei? Sieht aus, als würden sie länger bleiben. Egal, komm, wir spielen Ball. Geht mal bloß woanders spielen. Hier ist kein Spielplatz. Oh Mann, das fängt ja gut an, wenn wir hier nicht mal mehr spielen dürfen. Das sind ja mal unfreundliche Leute. Also ich mache jetzt mal ein schönes Feuer. Wenn ihr dann mitgrillen wollt, könnt ihr dann gerne kommen. Super, danke. Ich richte schon mal unser Grillgut. Der ganze Rauch zieht zu uns herüber. Haben Sie denn keinen Gasgrill? Ach, der Wind kommt halt von allen Richtungen. Ich kann nichts machen. Machen Sie den sofort aus. Hier ist nur Grillen mit Gas erlaubt. Mensch, das gibt's doch nicht. Ich habe noch einen Salat für uns alle gemacht. Oh, vielen Dank. Leider müssen wir das Fleisch jetzt eben doch in der Pfanne braten. Oh, also die Hinterwäldler. Wie kann man nur so kleinlich sein? Kinder, es gibt Essen. Ja, ich hab Hunger. Ich hab noch ein Radio dabei. Dann können wir noch ein wenig Musik hören. So ist es doch richtig schön hier. Ich habe hier die Campingplatzordnung. Hier steht, Sie sollen sich so verhalten, dass Sie andere Gäste nicht stören. Und Ihre Musik stört uns. Aber wir haben sie doch extra ganz leise gemacht. Platzordnung ist Platzordnung. Wir werden dann mal in unser Wohnmobil gehen. Es ist ja für die Kinder auch langsam Schlafenszeit. Bis morgen. Gute Nacht. Gute Nacht. Schade, müssen wir denn schon ins Bett? Ja, es ist Zeit. Ich würde viel lieber noch draußen spielen. Morgen wieder, Kinder. Es ist so schön kuschelig in unseren Betten. Ja, aber auch ungewohnt. Zum Glück habe ich meine Puppe dabei. Bestimmt könnt ihr jetzt ganz gut schlafen. Gute Nacht. Gute Nacht, Kinder. Gute Nacht. Nanu, die Hinterwäldler sind ja gar nicht mehr da. Ja, tatsächlich. Guten Morgen. Ja, sie sind wieder abgereist. Sie haben ihre Wärmflaschen vergessen. Oh, dann können wir ja jetzt in Ruhe campen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann gebt uns einen Daumen nach oben und ihr könnt uns gerne in die Kommentare schreiben, wo ihr denn am liebsten Urlaub macht. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dann, tschüss!